In den nächsten Wochen muss man ja, wie gesagt, im Café, Theater oder Fitnesscenter einen aktuellen Corona-Test, eine Impfung oder überstandene Infektion noch mit Ausdrucken oder am Handy beweisen. Im Sommer soll das dann über den digitalen sogenannten grünen Pass funktionieren. Heute ist die Begutachtung für das entsprechende Gesetz zu Ende gegangen. In diesem Gesetz wird aber auch geregelt, dass in Zukunft Daten aus dem Gesundheitsministerium, den Sozialversicherungen und aus der Statistik Austria zusammengeführt werden. Wissenschaftler wünschen sich das ganz dringend, um für die Pandemiebekämpfung künftig bessere Informationen zu haben. Doch Datenschützer schlagen lauten Alarm. Super wichtig oder super GAU? Darüber scheiden sich die Geister. Prognoseforscher freuen sich, dass die Politik ein Ohr für sie hat und endlich umsetzen möchte, was die Wissenschaft seit einem Jahr fordert. Datenschützer hingegen schlagen Alarm, weil nicht nur Angaben über Geimpfte und Genesene verknüpft werden sollen, sondern auch Daten über Arbeitsplatz, Krankenstände, Einkommen und Bildung sollen in einem Register gesammelt werden. Eine solche Superdatenbank, ein so enorm großer Datenhaufen, fast über die gesamte Bevölkerung, den sollte es aus unserer Sicht eigentlich nicht geben. Ich sowie die gesamte Forschungscommunity ist eigentlich ganz stark dafür, dass solche Datenverknüpfungen, dass solche Register kommen, damit wir evidenzbasierter, zielgerichteter, mit weniger einschneidenden Maßnahmen diese und die nächste Pandemie bekämpfen können. Es sei dringend nötig, genauer zu wissen, welche Personengruppen eher an Covid erkranken und welche Gruppen sich eher nicht impfen lassen. Wir wissen mittlerweile aus vielen anderen Ländern, dass diese Pandemie soziale Ungleichgewichte extrem befeuert, dass gerade die sozial schwächer Gestellten sowohl unter den Maßnahmen wie auch unter der Pandemie selbst viel stärker leiden als sozioökonomisch besser Gestellte. Und da fehlt uns einfach ein Überblick in Österreich. Durch gezielte Informationskampagnen etwa könne diese Bevölkerungsgruppe besser geschützt werden. Auch der Gesundheitsminister argumentiert. Es ist auch wichtig, die Auswirkungen der Pandemie auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen besser zu verstehen, um für zukünftige Herausforderungen rund um SARS-CoV-2 und mögliche ähnliche Krisen vorbereitet zu sein. Hier ist auch die Einbindung der Wissenschaft wesentlich, für die die Beforschung der sozioökonomischen Dimension der Krise ganz wesentlich ist. Die FPÖ nennt das Vorhaben einen Super-GAU. Die Neos sehen die Datenvernetzung und die Pläne für den grünen Pass als Datenschutzkatastrophe. Der Prognoseforscher betont, die Daten werden pseudonymisiert. Jede Person bekommt also ein Pseudonym, um nicht erkennbar zu sein. Pseudonym heißt, da ist kein Name zu sehen, da ist keine Sozialversicherungsnummer zu sehen, da ist kein Datenfeld vorhanden, wo ich ein Individuum direkt identifizieren könnte. Datenschützer hingegen argumentieren, es sei vorstellbar, durch den Zeitpunkt einer Impfung oder eines Krankenstandes festzustellen, um welche Person es sich handelt. Da ist man eindeutig identifizierbar, weil die Merkmale bei allen Menschen eindeutig sein werden. Die Gefahr dabei? Das weckt Begehrlichkeiten. Hier kann auch bald der Innenminister kommen, mit der Forderung, hier drauf zuzugreifen. Die Datenschützer drohen mit einer Verfassungsklage. Man nehme die Kritik der Datenschützer ernst, heißt es heute aus dem Gesundheitsministerium. Allfällige Anpassungen des Gesetzesentwurfs seien noch möglich.